Okay, dann darf ich alle recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Abgeschnitten, dem Unternehmer-Podcast. Heute wieder mit Dennis van Lierop. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den, wie wir festgestellt haben, meistgebuchten Gast in den deutschen Podcasts, nämlich zum fünften Mal heute schon und zum zweiten Mal im Abgeschnitten Podcast, den lieben Root, a.k.a. Marcel. Hallo. Hallo, mein lieber Dennis, ich grüße dich. Vielen Dank für die Anmoderation. Ja, das feiere ich natürlich heute noch schön als der neue Podcast-König von Deutschland. Das darfst du auch, ja. Wer so oft in die Podcasts geht, der hat offensichtlich was zu erzählen. Oder ist ein gefragter Gast? Oder ist ein gefragter Gast. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden oder auch ein Freundschaftsdienst. Nein, glaube ich weniger, aber ich freue mich, da zu sein, ja. Es ist jetzt wie lange her? Ein halbes Jahr, ein bisschen mehr? 7, 8 Monate? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ja, könnte sein, ne? Anfang, da war es noch kalt draußen. Also ja. Ist schon eine Weile her, dass wir in deinem alten Studio waren. Da sprechen wir auf jeden Fall gleich mal drüber. Und knüpfen, glaube ich, auch an den letzten Podcast. Ich habe den nämlich heute gehört auf dem Weg hierher. Ja, so auf doppelter Geschwindigkeit. Aber das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte, mal herauszufinden. Natürlich nochmal kurz, wer du bist, aber vor allem auch, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Aber da steigen wir, glaube ich, heute mal ein. Wir werden nämlich heute spannende Themen aufrollen. Wir werden mal ein bisschen über den Zustand der Branche sprechen, in der Root vor allem ordentlich für Wirbel sorgt. Wir werden darüber sprechen, wie man seine Karriere tatsächlich weiterentwickeln kann, indem man nicht big geht, sondern Boutique. Ja, und was man da so alles machen kann, aus erster Hand Erfahrung wirst du sprechen. Und wir werden natürlich auch mal das Thema Friseure in der Industrie mit besprechen. Was kann denn da eigentlich so passieren und was kann man Gutes mitnehmen? Aber worauf sollte man vor allem achten, um da, nicht enttäuscht zu werden, sagen wir mal. Das ist schon eine emotionale Geschichte. Nicht schnell zu stolpern, ne? Oder nicht schnell zu stolpern, ja. Durchhalten. Beim letzten Mal hast du eine interessante Anekdote, irgendwie erkennen, tun, durchhalten oder irgendwie was? Wollen, können, tun und durchhalten. Wollen, können, tun, durchhalten, genau. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema, ne? Ja. Ja, cool. Ey, also du bist hier. Stell dich doch nochmal einmal ganz kurz vor für die Leute, die erste Folge vielleicht danach erst gucken und ein bisschen weiter runter scrollen in unserer Podcast-Historie oder bei YouTube natürlich. Wir machen natürlich heute auch wieder schön mit Videobild, also bei Spotify und bei YouTube gibt es den Podcast natürlich mit Video. Aber stell dich doch nochmal einmal ganz kurz den Zuschauern, Zuhörern vor. Das mache ich gerne. Also mein Name ist Marcel, a.k.a. Root, was mir sogar lieber ist, weil es fühlt sich mittlerweile so an, als ob Root tatsächlich mein Name ist. Die Persönlichkeit, die zweite Persönlichkeit hat übernommen. Die zweite Persönlichkeit hat die Macht über den Körper übernommen. Ich habe mir als Ziel gesetzt, so vor anderthalb Jahren ein bisschen das laute, raue, unverschämte Gesicht der Branche zu sein, was auch mir einiges eingebracht hat. Vor allem seit diesem Jahr, ich glaube, seitdem wir uns letztes Mal gesehen haben, bin ich nicht nur Brand Ambassador für Blenity, das Online-Buchungsportal, sondern auch für Michael Ahlmeier, die Kosmetikmarke, und Kreativdirektor und Digital für die Marke Zeko. Yeah, also da hat sich schon wieder was weiterentwickelt bei dir. Und du bist ein gefragter Gast offensichtlich nicht nur in dem Podcast, sondern auch als Markenbotschafter. Ambassador heißt ja Markenbotschafter für verschiedene Brands. Also, ja. Dass sowas möglich ist, musst du gleich auch mal erzählen, wie das funktionieren kann, dass man mehrere Marken vertreten kann. Das finde ich auch spannend. Macht natürlich wahrscheinlich auch monetär mehr Sinn, als nur mit einem zu arbeiten. Ja, natürlich. Ich möchte das vertreten, wo ich auch dahinter stehe. Und das war mir ganz wichtig, zu sagen, okay, Blenity, das ist mein Partner, das ist für mich wie eine Familie. Mhm. Ich habe auch einfach viele Freunde, die als Ambassador für Blenity arbeiten. Und Michael habe ich kennengelernt und wir haben uns viel ausgetauscht. Ich habe die Produkte probiert und finde die Idee toll, was bei Michael Amaya dahinter steckt, so der neue Freak der Chemie und der Haarkosmetik. Also liebe Grüße an ihn. Und natürlich der Job als Kreativdirektor, nochmal eine ganz andere Herausforderung, auch Basis nochmal für die Zukunft bietet, denke ich. Und ich sehe da auch gar keinen Konflikt, weil es sind alles grundunterschiedliche Marken für mich, für die ich da einstehe. Also wenn jetzt noch irgendeine gerne eine Firma aus dem Bereich Maschinen barringt, bin offen, ja. Immer her damit. Das Quartett muss noch voll gemacht werden. Also du hast ja noch ein bisschen Platz in deinem Werkzeugkoffer. Ich habe noch ein bisschen Platz und wie du auch weißt, habe ich auch noch eigene Tools rausgebracht dieses Jahr. Ich glaube, als wir uns gesprochen haben, war die Schere schon am Start. Die Schere war in der Tat am Start beim letzten Mal, aber das war ja kurz nach der Messe. Ja. Oder kurz vor der Messe, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da war die Schere schon am Start und sie war ja auf der Messe ausgestellt.
Genau, die war auf der Messe ausgestellt, genau richtig. Und das ist ja schon eine spannende Geschichte gewesen, dein Einstieg so in die eigenen Tools, ne? Ja, das war auch für mich eine spannende Geschichte und war auch am Anfang nur als Nettigkeit gedacht. So, ich dachte, wenn mich jemand fragt, hast du Bock auf eine eigene Schere auf den Markt zu bringen? Na klar. Klar, wer würde da Nein sagen? Das hat sich dann aber weiterentwickelt zu eigenen Cam, eigenen Clipsen, Toolbags und so weiter. Und das wird auch in der Zukunft viel, viel mehr Tools geben. Ich finde das spannend. Also die Leute, die das Video gucken, sehen da ein paar Tools hier. Also ich meine, die gelben Kämme auf dem gelben Buch ist natürlich so ein bisschen, ne, wieder aus... Die Farbe ist nur deshalb entstanden. Das ist nur deshalb. Ein Hommage an das Buch. Ach ja, das hört sich gut an. Dass sich alle Friseure mal... die gelbe Karte. Durchlesen sollten, das Buch. Ja. Ja, erzähl mal ein bisschen mehr. Du hast es ja auch studiert, ne? Ich habe es sowohl schon zweimal gelesen, auch schon mehrmals als Podcast gehört. Ich höre es immer ganz gerne, wenn ich irgendwo hinreisen muss nochmal. Weil ich glaube, wir stimmen in ganz vielen Grundansichten über die Branche doch sehr überein und sagen ganz viele Sachen auch in, als Ansicht, die Branche braucht, die auch in dem Buch stehen. Und ich finde, dass das Buch wirklich jedem helfen kann und jedem Ansätze geben kann, was ist wichtig, worauf muss ich achten, was brauche ich für die Zukunft, um gut aufgestellt zu sein. Es ist sozusagen für mich die einzige Bibel der Friseurbranche, die existiert im Moment. Halleluja. Halleluja. Das fast so. Ja, ey, vielen Dank. Also da wäre ich ja fast rot. Aber ich freue mich, dass du das so siehst, weil das ist im Prinzip auch die Grundmotivation dahinter gewesen, einfach mal wirklich so die grundlegenden Sachen zusammenzutragen, um Menschen die Möglichkeit zu geben, mal vielleicht auch tatsächlich 3-4 Stunden an einem Sonntagnachmittag sich mal wirklich hinzusetzen und mal wirklich zu reflektieren über den eigenen Status quo und vielleicht auch mal so die eine oder andere Vision zu entwickeln, wo darf es denn hingehen in Zukunft, ne? Warum darf das denn jetzt leichter werden für mich? Und vielleicht auch mal ein paar Pain Points, einfach mal, also ein paar Schmerzpunkte wirklich mal ganz klar aufs Blatt Papier zu bringen und zu sagen, okay, die möchte ich jetzt gerne verändern, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich? Und das soll ja so ein bisschen ein Ratgeber sein, um den Leuten Mut zu machen, aber vor allem auch einen Weg aufzuzeigen, wie es besser sein könnte und vor allem auch, wie man da hinkommt, ne? Ja, absolut. Ich meine, wir sehen ja beide, ich meine, wir haben viel zu tun in letzter Zeit miteinander, was ich super befruchtend finde, auch für das, was ich tue. Ja. Und auch das sehr schätze. Wir haben ja einige so Friseur-Möchtegern-Coaches gerade auf dem Markt, die den Leuten irgendwelchen Scheiß erzählen, den du dir selbst aus jedem Google Suchbegriff raussuchen könntest. Also nichts Besonderes, wirklich nichts, was denen hilft. ChatGPT. Ja, aber ja. Dieses Buch ist halt wirklich eine detaillierte Bauanleitung für das, was du in der Zukunft eigentlich brauchst, um aufgestellt zu sein. Finde ich, ist das meine Meinung. Und jeder Friseur, der das nicht versteht, wird unter den Konsequenzen leiden in den nächsten Jahren, definitiv. Also lieber jetzt bitte mal das Buch bestellen und nicht später jammern. So einfach kann es sein. Buch lesen, genau, verstehen, umsetzen, ne? Ja. Und dranbleiben, ne? Das ist ganz wichtig. Aber vielen Dank für den Shoutout an dieser Stelle, es war nicht abgesprochen. Aber ihr könnt natürlich hier überall unter den Podcast, in den Shownotes, auf unserer Webseite, bei Amazon, überall wo es Bücher gibt, gibt es das Buch zu kaufen und natürlich auch als Hörbuch, ja, für die Leute, die gerne Auto fahren, im Alpha-Zustand und dann halt Wissen konsumieren, das gibt's auch. Also, wir haben alles getan, jetzt musst du nur noch lesen und machen und umsetzen und auch darüber hinaus vielleicht tatsächlich ja einfach ein kleines bisschen mehr Freiheit erleben und auch ein besserer Salonunternehmer werden, weil darum geht's ja am Ende des Tages. Ne? Ich höre immer ganz viel, und da sprechen wir gleich auch mal drüber, den Zustand der Branche. Ich fand es ja so spannend in unserem letzten Podcast, dass du als Root natürlich sagst, ich habe ein alter Ego, weil ich kann da unverschämt, heißt das ja übersetzt, so frei übersetzt, ne, sein und auch Dinge raushauen. Ich will da keinen mit verletzen, aber ich möchte den Finger mal reinlegen in die Wunde und mal sagen, Leute, was macht ihr da eigentlich, ne? Ja, was, unbedingt. Das ist, was, ist denn der, was ist denn deiner Meinung nach der Zustand der Branche? Ich meine, du warst gerade in Hamburg, glaube ich, auf dem Hair Festival. Da hat man ein paar Sachen online gesehen. Du hast auch einen Vortrag gehalten mit dem Fatih. Genau, ich habe mit dem Fatih einen Vortrag gehalten. Ich war für Blenity dort. Was ich gemerkt habe, auf jeden Fall auch zum Thema Root, ich habe das ein bisschen vernachlässigt in den letzten Monaten, weil die anderen Aufgaben auch in dem Moment für mich wirklich einfach wichtiger waren. Mir war es wichtig, mich um Zeko zu kümmern, um da meinen Weg zu finden. Das Hair Festival war für mich erschreckend. Das war eine gute Idee für ein Event. Also es war für mich wirklich, wenn das gut umgesetzt wird, ist das ein mega tolles Event und eine Neuigkeit für die Branche. Und es wurde ja so beschrien als das neue Friseur-Event und digital und blablabla.
Du hattest im Prinzip aber den gleichen Scheiß, den du auf jedem Event hast, die gleichen Idioten als Speaker, die gleichen Idioten als Gast. Ja? Wenn du dir die Leute angeguckt hast, dann wusstest du, okay, warum geht es der deutschen Friseurbranche so schlecht? Warum ist ihr Ruf so schlecht? Warum ist sie die rückständigste vielleicht in Europa, auf der Welt teilweise, zumindest von den wirklich großen Nationen? Du hattest unheimlich nutzlose Vorträge. mein Gott. Ja, und das waren ja auch viele Jungs von mir am Start, ne? So, über die ich mich sehr gefreut habe, die ich auch sehr schätze, wo es sich auch immer lohnt zuzuschauen. Aber es gibt da gerade auf dem Markt auch so ein Trio, das sich dem verschrien hat, die Branche besser zu machen, die halt einfach nur Shit sind. Einfach der letzte Schrott sind auf dem Markt. Aber die Leute feiern das. Die Leute stehen da, als ob ein Schlagerfan zu Helene Fischer geht. Und genauso sehe ich sie auch. Für mich sind sie nicht mehr oder weniger. Und das hat halt gezeigt, was die Branche nicht braucht. Weil das sind Menschen, ich weiß es wirklich aus Nachrichten, die ich tatsächlich in meinem Leben schon gehört habe, Voices an Leute, die ich kenne, denen sind die Friseure scheißegal. Ja, das interessiert die einfach nicht. Und ich habe da auch kein Problem mit. Ich nenne ja nie Namen. Deshalb derjenige, der sich angesprochen fühlt, muss sich halt selbst an die Nase greifen. Ja, die Leute, die wissen, um wen es geht, die werden schon ihre Vorstellung davon haben. Und das sind alles Leute, denen ist die Branche scheißegal. Die wollen den Leuten einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen. Die wollen nicht mehr in ihrem Salon stehen. Die wollen eine Bühne geboten bekommen, egal bei wem sie tanzen. Ja, das ist so, wie hat meine Oma früher gesagt, das ist so ein Mädchen, da darf jeder Mama mit spazieren gehen. Ja, so sind die halt. Die nehmen alles mit, was kommt. Hauptsache, sie werden bekannt. Und das widerspricht mir halt. Also ich bin zwar rude und ich bin laut und ich habe auch meine Meinung, aber mir liegt tatsächlich was an der Branche und an der Zukunft. Mhm. Warum glaubst du, also ich meine, jetzt merkt man auf jeden Fall, dass du rude bist, ne? Ja. Ich habe letztens irgendwann noch so einen Social-Media-Post von denen gesehen, wo du dich so ein bisschen erklärst, ich bin rude und keine Pussy. Ja. Ich glaube, jetzt merken die Zuhörer auch, warum das so ist. Ja. Es gibt keine Filter, es gibt kein Blatt vor dem Mund. Nein. Ja. Nein. Das Einzige, was du rausfilterst, sind die Namen. Also das war in Hamburg. So, und das, aber es waren ja Leute da, ne? Ja, an sich, wie gesagt, das Event hatte mega Potenzial. Es waren ja auch ein paar Musik-Acts da, das Bo war da, was ich als in den 80ern geborener sehr schätze. Als alter Rapper, ja. Ja, oder Moon Boutica auch. Voll gut, ja. Aber das ist doch nicht das, was der heutigen Zeit entspricht. Also wann hast du denn das letzte Mal was von das Bo gehört? Außer du hast deine Jugend-Playlist irgendwie mal angemacht. Da musst du halt einen geilen Act hinstellen. Der Haftbefehl oder so. Ja, irgendwas, auf was die Leute halt gerade abfahren. Und das waren halt auch dafür, dass es in Hamburg war, an einem schönen Tag, unheimlich wenig Besucher da. Fand ich. Waren auch, glaube ich, noch Ferien in ein paar Bundesländern, ne? Ja, aber ich meine, das Event wurde halt auch auf den Montag gelegt. Ja, also wie sinnfrei ist das denn bitte? Ja, also, Montag machen mittlerweile schon viele auch auf, ne? Viele haben montags offen oder viele mussten ja auch dann zurück in ihre Läden. Das Event ging ja bis abends mit Aftershow-Party, mit Moon Boutica und was weiß ich alles. Aber auch mir ging es so und dem Fatih, wir mussten wieder zurück. Ja, wir hatten keine Zeit, wir mussten da um 18 Uhr los. Und ich war gerne für Planety da, ich bin immer gern zur Verfügung für Planety. Das ist Familie für mich. Aber ich habe auch schon den Leuten gesagt, ey, das war das letzte Mal, dass ich dort bin. Was müsste denn deiner Meinung nach, also ne, Root heißt ja nicht nur anprangern, sondern auch Lösungen bieten. Ne? Ja. Die liegt die Branche am Herzen, die Zukunft, der Branche am Herzen, hast du gerade auch gesagt. Was hätten wir denn anders machen müssen? Also ich meine, dass die Leute beim ersten Mal jetzt nicht so zahlreich kommen, das ist eine Sache, aber was hätte denn irgendwie, oder was würdest du denn wünschen für so ein neues Konzept? Was muss man da reinbringen, damit das Ding halt funktioniert, damit das attraktiv ist? Was sind überhaupt die Erfolgsparameter? Ich glaube grundsätzlich, der Vorwurf jetzt auch erstmal abgeschwächt, das war das erste Mal, ne? Das ist immer, da darf was schief gehen. Ich glaube, es war zu kurz beworben im Voraus. Mhm. Ich glaube, so ein Event musst du wirklich schon zur Top-Herzeit anprangern. Und natürlich, wenn du die ganzen Friseur-Uschis da stehen haben willst, dann reicht es halt, diese Acts da auf den Zettel zu bringen. Also du hättest dich weitaus mutiger aufstellen können. Ich finde, du hast ein paar Leute in der Branche gerade, die interessante Ideen haben, interessante Ansätze, die du dort als Speaker hättest laden können. Die waren aber nicht da, sondern es waren die da, die die Branche tatsächlich nicht braucht. Also was ich immer anprangere, genau die üblichen Verdächtigen waren halt auch vor Ort. Und damit ziehst du natürlich auch nur dieses typische Friseurpublikum an und nicht die Salons, die vielleicht auch zu der Qualität des Events beitragen würden. Also eigentlich
Sprich, wenn du andere Ergebnisse haben willst, musst du eigentlich bereit sein und mutig sein, andere Wege zu gehen, andere Leute zu holen, ein bisschen ein anderes Line-up zu bieten, um halt dementsprechend auch vielleicht ein paar andere Leute auf den als Gäste, als Publikum locken zu können. Absolut. Also entweder musst du auch vielleicht nicht nur national, sondern auch international jemanden dazu holen. Und wie, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber ich liebe diesen Spruch mittlerweile, als Blutschaft keine neuen Ideen. Das stimmt auch, ja. Das ist einfach so. Und zum Beispiel der Fatih und ich haben über Digitalisierung gesprochen, was wirklich für mich schon seit 10 Jahren ein Thema ist. Ich war einer der ersten Friseure in Deutschland überhaupt, der Online-Buchung genutzt hat. Mhm. War sehr involviert bei Treatwell von Beginn an. Habe auch mal tatsächlich eine Zeit lang mit Rocket Internet zusammengearbeitet, als Berater frei über das Thema Internetberatung. Und dann stehen wir da, dann haben sie uns auf diese kleine, blöde Bühne gepackt, wo niemand war, obwohl die große Bühne lange Leerlaufzeiten hatte. Und dann hast du da vielleicht 50 Leute vor dir, von denen du sprichst, ja. Mhm. Aber dann hast du diese ganzen geistigen Mehlwürmer, ja, die sich diesen anderen Scheiß angucken. Und ich denke mir so, jetzt habt ihr euch aber Hilfe geholt für euren Salon, anstatt euch lieber anzuhören, dass jemand sagt, hey, Digitalisierung ist nicht nur wichtig, weil die Termine online gebucht werden, sondern auch, dass du als zukünftiger Arbeitgeber attraktiv bist, dass du für die Wertschätzung deines Salons das sehr wichtig sein kann, wie du dich online präsentierst. Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ich meine, der findet im Buch ja zum Beispiel auch einen großen Teil, ne, was Digitalisierung angeht, weil Digitalisierung ist ja eine Chance. Ne? Das ist, glaube ich, das, was doch immer noch viele Leute nicht so ganz verstanden haben, wie sie die Digitalisierung hundertprozentig für ihre Ziele einsetzen und da Wirkung erzeugen können. Und ich fand ein interessantes Gespräch letzte Tage, da ging es auch um einen Salon, der, sagen wir mal, maximal digitalisiert ist mit allem, was man so machen kann aktuell. Und das auch wirklich nutzt, ne, für bessere Kommunikation, für mehr Klarheit, für mehr Sicherheit in der Zielumsetzung, für Personalgespräche, für alles Mögliche, bis hin zum Content-Kreation und KI und so. Nicht KI-generierte Bilder, aber halt vernünftige Captions machen, Datenanalyse und so weiter und so fort. Was man alles machen kann heutzutage, es kommt ja jede Woche irgendwas Neues dazu, was man nutzen kann. Nicht unbedingt alles nutzen muss, aber das ist schon ganz gut, wenn man sich da als Saloninhaber klar ist, okay, wofür will ich das haben, nämlich meine Hände freizukriegen, den Weg zum Unternehmer zu machen, meinen Mitarbeitern einfach verlässlich mehr Transparenz zu bieten und so weiter. Und da war tatsächlich auch ein Gespräch, das ist mit einem Salon, mit einer Mitarbeiterin aus dem Salon, die so das typische Beispiel beschreibt, wo viele Dinge, auch die jetzt zum Beispiel wie du mit Planity und Online-Buchung und so angesprochen hattest, ne, nicht anbieten, sondern immer noch klassisch Telefon und so weiter. Und wo die Kunden tatsächlich abends auf Instagram privat schreiben, und die Mitarbeiterin sich darüber aufgeregt hat, dass es keine Möglichkeit gibt, in dem Salon das zu machen, außerhalb der Öffnungszeiten. Und sie jetzt gezwungen ist, am nächsten Tag das quasi händisch in den Kalender einzutragen, was da abends oder nachts privat auf ihrem Instagram eingetrudelt ist. Ne? Und ich meine, allein dieses Frustrationspotenzial ist ja offensichtlich ein Schmerz, sonst hätte die das nicht erzählt. Ja. Aber ich fand das ganz interessant, weil dafür gibt es ja schon lange Lösungen. Ja, das braucht kein Mensch mehr heute machen. Und ich meine, alle Statistiken, die habt ihr ja auch da gedroppt. Ja, ich habe mir den Vortrag auch angeguckt und die Statistiken sagen ja, also ich meine, was ist das, 60-70% der Buchungen bei dir und Fatih passieren außerhalb der Öffnungszeiten? Ja. Am Wochenende, sonntags, nachts oder so? Ja. Wenn die Leute aus dem Bergheim nach Hause trudeln, ja? Absolut. Vor der Afterhour. Ja. Bei dir vor allem, ja? Bei mir vor allem, in Berlin, klar, wo du eine Stadt hast, die niemals schläft. Die niemals schläft, ja. Da hast du 4, 5 Uhr, 3 Uhr. Grüße gehen raus an Peter Fox an dieser Stelle, ne? Grüße gehen raus. Schwarz zu blau. Das ist deshalb, das ist keine Sache, die man haben kann, sondern die man haben muss. Er muss er haben, auf jeden Fall, ja. Und ich meine, gut, wir wollen jetzt nicht so weit einschauen, aber allein, da steckt so viel Geld drin, ja, so viel Zeit und so viel Geld, die man gewinnen kann in dem Moment, wo man sich dafür entscheidet, die Chancen mal zu fokussieren und ja, das zu machen. Ne? Ja. Und wie gesagt, wer will, es gibt reichlich Möglichkeiten in unseren Podcasts, im Buch, überall, bei dir, bei Planity, überall kann man gucken und kriegt Rat. Und auch viel Erfahrungsaustausch von anderen Leuten. Man braucht auch nicht mehr viele Abenteuer machen. Man weiß sofort, was geht und was geht nicht. Ne? Und dann startet man damit durch und hat sofort irgendwie 2, 3, 4, 5 Stunden Lebenszeit gewonnen und direkt mal ein paar Tausender mehr in der Kasse. Das stimmt. Und das Beste ist, die Kunden finden es toll. Ja, natürlich. Also ich würde niemals, ich gehe mittlerweile auch in kein Restaurant mehr, dass ich nicht online buchen kann. Ich habe da gar keine Lust, eine E-Mail zu schreiben, anzurufen. Ja, oder vor der Tür zu stehen in der Hoffnung, dass du einen Platz kriegst. Ne? Horror. Geht mir überhaupt nicht in Frage. Und ich habe auch, ich glaube, wir sind beide sehr weltmännische Menschen. Also ich organisiere mein ganzes Telefon, Leben nur mit dem Telefon. Also ja.
In einem Knopfdruck bin ich überall auf der Welt und bin auch überall auf der Welt Kontrolle über das, was mein Business betrifft. Genau. Und wenn die Augen schlechter werden, holst du einfach ein iPhone Max. Genau. Wo ich ein iPad oder so. Ein iPhone Max, absolut, ja. Das geht auch, genau. Ja, also cool. Also das heißt, jetzt sind wir ein bisschen zur Digitalisierung gekommen. Das heißt, es gibt eigentlich super viele Chancen. Man muss es einfach tun. Ne? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wir müssten eigentlich auch so ein Phrasenschwein heute hier irgendwo aufstellen. Ne? Ja. So ein paar Karlauer kommen bestimmt noch raus. Aber ich glaube, das ist genau das Wesentliche. Einfach machen. Ne? Machen ist, wie wollen, nur krasser. Ja. Wie ich immer sage, ja, und auf Englisch dann ist better than perfect. Ja, also auch nicht so diesen Wahn zu erliegen, ich muss das erstmal alles perfektionieren, ich muss das alles wunderschön machen. Nee, bring's raus. Ja, mach so, dass du halt halbwegs damit leben kannst und schau dir das Feedback von deinen Kunden an, weil das ist am Ende des Tages, was entscheidet, ne? Ja, das, was deine Kunden über dich denken, von dir wollen, von dir erwarten, ist das, was entscheidet, nicht was du möchtest, definitiv. Ja. So, jetzt komme ich wieder zurück. Also Festival haben wir Haken dran gemacht. Das heißt, kann was werden, aber muss noch viel, viel tun. Ja. Okay. Und die Frage ist, die ich nochmal zurückkomme auf was du da angesprochen hast, wer da so auf der Bühne rumspringt und was da so passiert und die Leute stehen, dann laufen deinen Schaden dahin und so. Warum glaubst du, ist das so? Also ich meine, ich mache mir natürlich auch Gedanken, wenn du sowas sagst. Ist es so diese Hoffnung nach heiler Welt? Ist es tatsächlich wie im Schlager, dass man sowas hört, weil man halt sich so in so eine bessere Welt träumt? Oder ist es so ein Versprechen auf eine bessere Zukunft? Was ist das? Warum fühlen die Leute sich da so angesprochen von diesem, wir sind eine Familie? Was wird da noch gedroppt? Na guck mal, wenn du überlegst, die ganzen Jungs, die das machen, kopieren ja nur erfolgreiche Leute aus anderen Bereichen, aus wirklichen Business-Bereichen. Also eins zu eins ist das ja wirklich kopiert. Greater Festival und dann gewinnen. Greater Festival, einfach eins zu eins. Dann, und was sie aber sehr viel machen, ist halt mit irgendwelchen Weisheitssprüchen um sich zu werfen. Und ich denke mir so, ja Leute, das wird euer Business nicht besser machen. Ihr werdet morgen genauso scheiße sein wie heute. Ich weiß auch nicht, ich glaube, da hat die Industrie natürlich einen großen Anteil dazu. Na, sie fördert diese Leute ja, sie bucht die ja und bestärkt ja somit das Image der Branche, aber auch die Leute denken, das ist jetzt der heißeste Scheiß, den ich sehen muss und das ist mein Heilsbringer. Zum Beispiel wirst du niemals erleben, dass irgendeine Fachzeitschrift mich zu einem Artikel einlegt. Trauen die sich nicht oder warum? Na, ich passe einfach nicht in denen ihr Denken, in denen ihr Konzept. Die haben eine Angst davor, die würden sich das nicht trauen. Das wird niemals passieren. Weißt du, ich unterhalte mich so oft mit Leuten, die sagen, oh ja, cool, krass. Oder Aber das würde niemals passieren, dass ich jetzt hier bei FM oder im Salon oder sonst auch irgendwo eingeladen würde, weil ich einfach nicht nach dieser Norm spreche und nicht so mache, als ob wir alle Freunde sind und uns alle lieben und alles so eins sind. Ja? Ja, ich finde das ganz interessant, weil ich glaube, ich habe mir im Vorgespräch auch Gedanken nochmal gemacht dazu. Ich glaube, dass alles ist irgendwie im Balance. Ne? Also es gibt immer Yin und Yang, Schwarz und Weiß, Heiß und Kalt. Es gibt nicht eine Sache ohne das. Ja? So, und ich glaube auch, dass vielleicht Root sogar so ein Phänomen ist, ja, dass quasi auf der anderen Seite so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen und wir sind alle große Familie und haben uns lieb und Big Hug und lass mal Bäume umarmen gehen, ne, ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen des Zeitgeistes. Ne? Also so das Versprechen auf eine bessere Zukunft heißt das ja übersetzt. Und ich glaube auch, dass du als Root genau in der richtigen Zeit da bist, um halt so einen Gegenpol zu machen, das Gegengewicht, ne, zu dieser Bewegung. Weil das Pendel schwingt immer, ne, um mal in dem Bild weiterzubleiben. Und ich glaube auch, dass das gebraucht wird. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass sich keiner einlädt von den Fachzeitschriften, weil guter Journalismus bedeutet ja auch, dass man auch Kontroversen zulässt, ja, weil nur an diesen Reibungspunkten, an den Schnittstellen entsteht ja irgendwie Bewegung. Das ist ja wie wenn du, keine Ahnung, nach Kreuzköln gehst, also ne, da passiert die Action, da ist Kultur, ja, da ist der Clash von unterschiedlichen Gruppen, die unterschiedliche Interessen haben. Da wird Kunst gemacht, da entstehen neue Musikstile, Mode und so weiter. Und das ist ja das, was wir brauchen, auch in dieser Branche, wo es befeuert wird, oder? Ich meine, früher hattest du die Fashion Week, aber am Ende des Tages geht es doch darum, halt irgendwie diesen interessanten Mix hinzukriegen, dass du dieses Leben wieder spüren kannst. Und deswegen fände ich schon cool, wenn man dich mal zu Wort kommen lassen würde. Deswegen mache ich das ja auch so gerne, weil nichts ist schlimmer als irgendwie so ein angepasster Einheitsbrei. Ja, absolut. Ich sehe das auch so. Und ich kriege auch immer ganz viel positives Feedback. Leute, die sagen, ey, du sprichst mir aus der Seele oder... Aber in DMs, ne? Also nicht, dass die öffentlich jetzt... Nein, in den DMs oder ganz viele, die, vor allem wenn ich was über diese
meine Lieblingsfreunde aus der Branche so allgemein sage, die mir Geschichten erzählen, wo die Nackenhaare sich aufstellen, was die schon mit denen persönlich erlebt haben. Und es soll nicht heißen, dass nicht jeder schon mal irgendwas Fehler in seinem Leben gemacht hat, irgendjemand verärgert hat. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal. Aber diese Masche bei den Leuten hat ja einfach System. Also ich kriege da schon sehr viel Feedback. Aber auch sonst, ich wüsste niemanden außer mir, der das ausspricht oder das so nach außen trägt, was ich tue. Ich wüsste niemanden in Deutschland. Ja, aber das ist so ein bisschen auch deine Brand geworden, oder? Also ich meine, klar, wenn man deinen Social-Media-Account anguckt, dein alter Ego-Root, Hairdressing, ist ja kein Salon oder so, aber es ist halt die Personifizierung deiner dunklen Seite sozusagen. Ja, absolut. Und wie gesagt, die hat ja auch Kontrolle über mich über dich genommen. Also ich fand aber auch schon immer, bei Karate Kid fand ich den Bösen immer schon geiler, bei Star Wars fand ich Darth Vader schon immer besser. Ist auch cool. Also ich glaube, es ist einfach meine Rolle auch. Ne? Und ich glaube, gut, die Leute, die mich gut kennen, wissen, dass ich ein sehr herzlicher Mensch bin, sehr hilfsbereiter Mensch bin. Ist auch ein Teil von mir, aber dieser Root-Part ist doch deutlich stärker. vielleicht hat die Fachpresse auch Angst vor mir, ich habe keine Ahnung. Ne? Also es gibt schon ein paar Leute, die irgendwie sagen, oh, ich traue mich nicht und aber du darfst ja auch nicht vergessen, du darfst es ja nicht mit wirklichem Journalismus gleich tun. Ne? Da sitzen ja jetzt auch keine Leute, die in der wirklichen Journalismusbranche so großen Erfolg hätten, würde ich jetzt behaupten, ohne jemand vor die Füße zu treten. Mag es vielleicht ein paar geben, vielleicht haben die keine Entscheidungskraft, aber die deutsche Fachpresse ist ja schon die Bild der Frau der Friseurbranche. Ne? Also das ist ja... Okay, das sagst du jetzt, ja. Aber, aber es ist doch auch ein Appell, guck mal, weil ich sag mal, es gibt ja verschiedene Sprachrohre, verschiedene Medien. Ne? Es gibt die Fachpresse, es gibt die unterschiedlichen Titel bei der Fachpresse, es gibt verschiedene Podcaster mittlerweile und so. Ich finde das eigentlich ganz fresh von dir, dass du da mal sowas auch raushaust, weil ist auch ein Appell. Dinge dürfen sich ja verändern. Ne? Das hast du vorhin gesagt mit dem Alten und dem Neuen, ne? Aber ich finde das eine ganz wichtige Geschichte, dass wir das ganze Ding modernisieren, ja. Und das Modernisieren ist nicht einfach nur Mittel zum Zweck, ja, sondern das Modernisieren bedeutet, dass Menschen in dieser Branche eine Zukunft haben, eine Zukunft auch auf Wohlstand, ja, eine Aussicht auf Wohlstand, und damit natürlich auch Friseurunternehmer gefordert sind, eine bessere Realität zu schaffen für ihre Mitarbeiter, aber auch vor allem für die Kunden. Und für alle die daran beteiligt sind. Und irgendwer muss darüber berichten. Ja? Also das ist natürlich podcastmäßig, kann man schon einiges mittlerweile bewegen. Das ist ganz cool. Erreicht viele Leute. Das ist ein neues Medium. Die Leute mögen das gerne. Die ziehen sich das rein beim Autofahren. Da geht es sehr tief rein. Darf man nicht vergessen. Und es gibt auch einen Grund, warum Netflix mittlerweile sehr viel erfolgreicher ist als normale öffentliche oder private Fernsehsender. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es doch irgendwie eine wichtige Geschichte, dass man ein realistisches Abbild der Branche skizziert, also porträtiert. Ne? Und dazu gehören, glaube ich, auch, dazu gehören halt alle Seiten. Ne? Also der Kreis ist rund und da gibt es verschiedene Leute auf verschiedenen Positionen. Ne? Ja, absolut. Ich sehe da aber auch mittlerweile wenig Zukunft. Also ich hatte mir vor einem Jahr zum Beispiel noch auf die Fahne geschrieben, ich möchte die Branche ändern. Das habe ich nicht mehr. Dieses Ziel habe ich für mich abgehakt. Ich habe da auch Freunde in meinem Freundeskreis, denen das wichtig war. Warum? Ich glaube, das ist nicht möglich. Warum wolltest du das überhaupt erstmal machen? Mir liegt sehr viel an meinem Beruf einfach. Und auch ich glaube, dass es einfach sehr wenig Nachwuchs gibt, was nicht an dem Nachwuchs liegt, sondern an dem, was da ist und die Leute einfach auf diese Unternehmen keinen Bock mehr haben. Und wie du immer so gern sagst, die Unternehmen müssen sich ja mittlerweile bei ihren Angestellten bewerben. Absolut. Also wenn du welche haben willst, solltest du es tun. Ich glaube einfach, dass du das nicht gewuppt bekommst in Deutschland, dass das so festgefahren ist. Was aber auch daran liegt, dass vielleicht in anderen Ländern die Grundstruktur durch Kammern und duales Ausbildungssystem so anders verteilt sind, dass es vielleicht auch einfacher ist, sich der Zukunft anzupassen. Du wirst ja hier alleine schon dadurch sehr reglementiert, wie die Branche veränderst. Aber dieses Ziel habe ich mir nicht mehr gesetzt. Ich habe mir nur noch das Ziel gesetzt, ich möchte den Menschen, die was verändern möchten, einen Weg aufzeigen. Es gibt viele Wege, aber ich kann ihnen nur meinen aufzeigen. Und du hörst ja immer so, ja, ich kann keinen Erfolg in der Branche haben. Also bitte, was habe ich dann in den letzten anderthalb Jahren gemacht, wenn kein Erfolg?
Wie kann man nicht erfolgreich sein in dieser Branche? Das ist, also ja. Ich kenne viele Erfolgreiche. Ja, ich auch. Besonders die, die bei uns im Coaching sind, aber genau, ne? Also die werden sehr erfolgreich in der Zeit. Aber auch wenn du dann hörst, du kannst nicht erfolgreich werden. Ich habe so viele Sachen seit Anfang des Jahres generiert und das war einfach nur mit unheimlich viel, was will ich und wie mache ich es, dann mach halt einfach. Und wenn du das gut machst, dann wird der Erfolg sich schon einstellen. Das ist ein interessanter Punkt, den du hast, weil ich möchte unbedingt mit dir heute noch darüber sprechen. Wie sieht denn die Veränderung in der Branche aus, was die Geschäftsmodelle angeht? Ne? Es gibt ja im Moment total viel da draußen, so hey, Stuhlmieter und Graumarkt und ne, was, also ne, wer schneidet zu Hause die Haare und so weiter. Ich finde das ganz spannend, weil das überschattet so ein bisschen meines Erachtens nach, was da wirklich als auch wieder als Chance kommt. Ja? Gerade aus dem Ausland, wo andere Konzepte, wo längst Geschäfte in Größenordnung gebaut werden, das kann man sich hier gar nicht vorstellen, bis man da hinkommt, ne? Ja, ja. Was die Größen angeht und so. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber was wichtig ist, glaube ich, welche Möglichkeiten sich so ergeben. Und einen hast du ja gerade angesprochen, du bist super erfolgreich und du hast natürlich dein eigenes Geschäftsmodell schon verändert. Also du hattest vorher eins, kannst dann gleich mal kurz skizzieren, vor Root Hairdressing, ja, was da so abging bei dir und was sich jetzt in der Zwischenzeit verändert hat, weil du bist erfolgreicher als vorher. Wenn man dich so kennt, geht's dir auch viel besser als vorher. Du machst geile Arbeit, du machst Multi-Jobs, ja. Also du bist halt irgendwie auf allen Hochzeiten, oder nein, nicht auf allen Hochzeiten, auf den richtigen Hochzeiten tanzt du. Und das ist schon spannend. Was hat sich da verändert? Weil mein Spruch Go Big or Go Boutique hast du ja im Prinzip auch umgesetzt. Ja, habe ich umgesetzt. Ich hatte vielleicht auch das Glück, das sage ich auch immer dazu, dass ich einen Monat bevor Corona losging, es endlich geschafft habe, aus meinem 10 Jahre langen Dasein in der Geschäftspartnerschaft mit meinem eigenen Salon rauszukommen. Ich habe relativ schnell eigentlich gemerkt, dass es nicht die richtige Entscheidung für mich war, einen Salon mit 10 Angestellten oder so zu führen, obwohl er immer gut lief, super angesagt war in Berlin, super hip war, seine Zeit total voraus war. Das hat mich einfach nur aus dieser kreativen Welt total rausgerissen. Ich habe gemerkt, das möchte ich nicht. Also war das schon gut, dass dann auch gleich danach Corona kam. Und ich somit ja unglaublich viel Zeit hatte, dich mal zu fokussieren, ne? Mich zu fokussieren, zu hinterfragen und das war schon ein Segen. Und auch das Glück hatte, ich war so früh schon 2-3 Mal geimpft, da hatten die anderen ihre erste Impfung irgendwie noch nicht. gut, wenn man da Connections immer hat. Und ich bin dann wirklich einfach ein Jahr lang unheimlich viel gereist. Ich konnte schon überall hin, dort war nichts los. Ich glaube, ich war 9 Mal weg in dem ersten Jahr von Corona. Und das hat mir natürlich geholfen, auch so witzig das anhört, für mich war es in manchen Ländern unheimlich gut, die Sprache nicht zu verstehen, weil ich so meine Gedanken für mich hatte. Mhm. Weißt du, sonst, wenn du hier im Café sitzt, du hörst ja das Nachbargespräch und keine Ahnung was. Aber dort war ich so frei und habe gesagt, okay, was möchte ich? Krass. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, das sagst du immer, das ist auch was ich gerne adaptiere. Es gibt 3 Möglichkeiten, gut erfolgreich zu sein, sei der Erste? Der Erste, sei der Beste oder sei anders. Ja. Ja, und ich habe mich für sei anders entschieden, definitiv. Und habe den Leuten, glaube ich, gezeigt, hey, du musst nicht deinen Laden haben, um erfolgreich zu sein. Ja, Wahnsinn. Also übrigens, danke für den Reminder. Den Spruch habe ich schon lange. Das stimmt, hast recht. Ja. Sei Erster, sei besser oder sei der Beste oder sei anders. Ne? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Also du hast deine Geschäftspartnerschaft aufgelöst. Das heißt, du bist aus deinem alten Salonleben als Saloninhaber raus, ja. Wo du wahrscheinlich auch hinterm Stuhl ordentlich geackert hast eigentlich keine Zeit hattest für gar keine nichts. Energy für Kreativität, nichts. Ja? Einfach der ganze Salon hat dich einfach aufgefressen, oder? Ja. Konsumiert, wie man sagt. Und dann bist du raus, einen Monat vor Corona, okay, lucky punch, ne? Das Timing ist manchmal auch ein Geschenk, ne? Das muss halt irgendwie auch immer funktionieren. Und dann bist du halt gereist, also ne, als du dann wieder konntest. Und das heißt, du hast dir Gedanken gemacht, was war denn das Ergebnis deiner Gedanken? Also Mann, was hast du dann gemacht? Also ja, klar, wir reden jetzt mit Root, okay, aber wie sieht dein verändertes Business jetzt aus? Ich wollte flexibel sein und mir das einteilen können, was ich tue, wann ich es tue. Mhm. Ich wollte die Chance haben, wieder wirklich kreativ zu sein, ohne Reglementierung oder ohne große Reglementierung. Hatte auch Gespräche mit anderen Firmen, ob da die Richtung als Ambassador oder was auch ich als Fachtrainer. Aber das hätte mich alles zu sehr eingeschränkt und ich glaube, gerade die 3-4 großen Namen wären dafür nicht bereit gewesen, ne, für so jemanden wie mich. Eine Reise mit dir. Eine Reise mit mir.
Und dann hat sich das so Stück für Stück aufgebaut, dass ich gesagt habe, okay, ich würde schon gerne noch so eine Handvoll Kunden bedienen, 3-4 Tage im Monat. Ja, einfach auch, um das, was ich den Leuten erzähle, auch wirklich noch zu leben. Zu sagen, hey, ich weiß, wie es ist, im Studio zu stehen. Und dann hat sich das so nach und nach ergeben mit diesen Ambassador-Verträgen erstmal. Und ging dann natürlich hin zu meinem Job als Creative Director bei CECO, was wirklich sehr viele Aufgaben umfasst. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende ein 2-Tages-Seminar mit einer Delegation aus dem Iran. Und da auch wieder so ein Punkt, wo du vorhin angeschnitten hast, manche Sachen gibt es hier halt nicht. Da war halt eine Frau, die hatte einen Laden mit 1400 Quadratmetern. 1400 Quadratmeter? 6 Etagen. Ich weiß nicht mehr, ob es 140, 160 Angestellte waren. Dann siehst du die Bilder, das sind halt wirklich Tempel. Ich meine, was willst du so einer Frau über Business erzählen? Die lacht dich aus, ja? Ja, aber ist krass, oder? Dass es sowas gibt. Ja. Also ich finde das auch, ich habe das auf meinen Reisen auch mal wieder faszinierend festgestellt. Auch ich habe das, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt, die Education Sessions, die Business Education Sachen, die ich mache im arabischen Raum zum Beispiel, in Emiraten, Libanon, Saudi-Arabien, da gibt es Salons, wo du denkst, das kann gar nicht sein, das gibt es hier nicht, ja? Mit Hunderten oder Tausenden von Quadratmetern. In Indien gibt es einen Salon 26.000 Quadratmeter, ja, oder in Brasilien auch. Und das sind so Dinge, wo du denkst, das sind Fabriken, ja, das sind Wellness-Tempel oder wie du sagst, ne, mit Chauffeurservice und Valet-Parking und, und du kriegst da drin alles, was du brauchst. Aber und das finde ich so auch spannend an dem Reisen, was du eben angesprochen hast. Das bildet dich halt unheimlich stark weiter, weil du halt einfach andere Inspirationsquellen hast, weil du halt teilweise die Sprache nicht sprichst, weil du dir Gedanken darüber machst, wie kann sowas funktionieren und was kann ich jetzt davon wieder mit nach Hause bringen, ne? Ja, absolut. Das heißt, du bist aus deinem Salon raus, das heißt, du hast dich orientiert, du hast gesagt, okay, ich will mehr Flexibilität, mehr Freiheit, ich möchte keine Reglementierung. Dann hast du dir kreativ ein paar Ambassador-Verträge geschnappt und dein eigenes Studio, da hast du einen Stuhl gemietet, einen Bereich gemietet, ne? Und bist da im Prinzip für deine Lieblingskunden immer noch spezialisiert tätig, machst das, worauf du Bock hast. Ja. Und baust dir sozusagen jetzt nur damit den Übergang auch für alle, ja. Das heißt, du hast nicht mehr eine Einnahmequelle, sondern du hast 5, 6, 7, 8. Ja, ja, genau. Und unterm Strich, Hand aufs Herz, Root ist wahrscheinlich auch noch, ist besser als vorher, oder? Ja. Er lacht. Ein bisschen. Ein kleines bisschen besser. Ein kleines bisschen. Und fühlt sich an wie Freiheit, oder? Ja, absolut. Ich fühle mich unheimlich frei. Ich kann auch Hauptwohnsitz ist halt jetzt nicht mehr Berlin so die Nummer 1. Es wird die nächsten Jahre einfach im Ausland auch sein. Fiel die Entscheidung, nicht mehr hier sein zu wollen. Klar, ich habe hier eine Wohnung, wo ich immer zurück kann, auch regelmäßig hier bin. Diese Freiheit, von überall zu arbeiten, von überall zu leben und diese verschiedenen Quellen für Einkommen vielleicht sogar noch zu vergrößern. Also ich habe noch genug Ideen und genug Kraft und Zeit. Das ist mega. Also ich würde auch super gern meine Agentur Attitudes Consulting gibt es auch noch. Die habe ich ein bisschen schleifen lassen, weil du kannst wirklich nicht auf jeder Hochzeit tanzen, zumindest nicht, wenn der Start beginnt. Ich habe zu viel Energie für andere Sachen gebraucht. Da will ich mich gar nicht fokussieren, den Leuten das Consulting jetzt in deinem Sinne zu geben, ne, sondern eher zu sagen, hey, ich kann euch über Digitalisierung viel sagen. Ich kann auch Education ein guter Ratgeber sein, weil ich vielleicht ein bisschen anderen Blick habe. Ich habe ein ganz interessantes Trainee-Auszubildenden-Konzept, an dem ich gerade arbeite. Ich möchte ein paar Akteure unter Vertrag nehmen. Ich möchte vielleicht Leuten auch die Möglichkeit bieten, mit 1, 2, 3 Mal im Jahr coole Social-Media-Events zu starten und Content zu produzieren. Also es gibt genug Einnahmequellen und das wird sich jetzt auch weiter erweitern. Ich muss halt immer schauen, was wird wegfallen. Also wo möchte ich mich fokussieren? Aber ganz klar, es wird ja viel darüber gesprochen, dass diese Einzelkämpfer die Branche kaputt machen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also wer sagt, dass jeder 3 Salons haben muss mit 30 Angestellten? Also es wird ja oft in jedem Podcast höre ich, ja, diese Einzelkämpfer machen die Branche kaputt. Ich habe gesagt, warum? Also was, wenn du doch ein gut laufendes Unternehmen hast, was jucken dich die Leute? Ich glaube, ich kenne viele Salons, die ich für sehr innovativ, sehr kreativ halte, sind sehr kleine Salons, sehr, sehr, sehr klein. Und wenn jemand sich als Stuhlmieter irgendwo einmieten will und was anderes machen soll oder will, dann ey, go for it. Ja, also ja,
Ja, du, hey, ich bin da vollkommen bei dir. Ich finde es sehr, sehr spannend, wenn immer davon gesprochen wird, wer was wie macht und welche Konsequenzen das hat. Ich finde, man ist als Unternehmer, und das machen die meisten Unternehmer auch, tatsächlich gut darauf beraten, sich auf sein eigenes Business zu konzentrieren und da alles rauszuholen, was geht. Ich glaube, dass dieser Blick auf andere wieder manchmal vielleicht auch ein bisschen aus dem eigenen, ich weiß nicht, also vielleicht ist auch irgendwie so ein bisschen Bewunderung teilweise dabei, was Leute sich trauen. Ich weiß es auch nicht, es macht auch keinen Sinn. Also es gibt ganz viele Leute, die immer schon so gearbeitet haben. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, wie sehen die neuen Geschäftsmodelle in dieser Branche aus? Und da hast du jetzt bewiesen, ja, dass, und du bist ja in dieser Branche immer noch aktiv, du schneidest immer noch Haare, du färbst immer noch Haare, du machst Fotoshootings, du machst Content-Kreation, alles. Alles, was du gerne machst und machst so viel. Und das ist doch eine ganz spannende Geschichte, dass das möglich ist. Also es ist möglich, ein Salongeschäft zu betreiben mit 30 Mitarbeitern, hast du vorhin gesagt. Es ist möglich, halt selbst alleine sich ein neues Business zu suchen und zu bauen und andere Leute zu finden, die einem gerne dafür Geld geben, dass man das umsetzt, weil sie es gerne haben. Und das ist doch auch richtig schön. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen den Trend, dass die Leute sich frei machen, weil sie ja vielleicht auch merken, hey, in meinem Angestelltenverhältnis ist es jetzt vielleicht doch nicht alles so richtig geil. Ja. Ne, kann ich vielleicht besser selber, bin mutig, mach mal, ich bin wild, ich bin jung, ich kann das, ja, und dann let's go. Ne? Und ich finde das ganz spannend, dass du sagst, ich kenne auch viele innovative Friseurgeschäfte, die kleiner sind. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil ich glaube, dass diese Größenordnung schon sich, sagen wir mal, statistisch mittlerweile auch abbilden lässt, ne? Ich habe das letztens irgendwie auch mal ausgearbeitet für einen Vortrag, den ich demnächst wieder halten werde. Und da ist es halt tatsächlich so, dass du siehst, okay, die Größe des es gibt große Unternehmen, die dann eine Möglichkeit haben, unternehmerisch tätig zu sein. Es gibt kleine Unternehmen, so wie deins jetzt, also kleiner geht nicht, hat eine Person, ne, die auch unternehmerisch tätig werden können. Und das Erlebnis auf beiden Seiten ist relativ hoch, ne, was das Kundenerlebnis, die Kundenerfahrung angeht. Und da steckt der Profit drin. Ja. Und in der Mitte wird es echt dünn, ne? Also wenn du 3, 4, 5, 6 Mitarbeiter hast oder 2 Filialen und es nicht mehr schaffst, weil du halt nicht genug Geld hast, also genug Marge erwirtschaftest, dieses Kundenerlebnis ins Zentrum zu stellen und nach oben zu fahren, die Leute zu trainieren, das nach außen zu kommunizieren und zu professionalisieren, wird das wirklich, da wird die Luft dünn. Da wird die Luft super dünn, auf jeden Fall, finde ich auch. Und was für mich ganz interessant war aus dem Gespräch mit der Iranerin, ich habe sie gefragt, wie hat sie das geschafft, so ein großes Unternehmen aufzubauen? Und sie hat gesagt, sie hat mit einer Person angefangen und hat sich alle anderen, die sie heute hat, die sind alle schon sehr lange bei ihr, selbst mit Education und irgendwo hinschicken, heranziehen müssen. Also auch da war es nicht so einfach. Sie hat Leute eingestellt, die haben ihre Kunden mitgebracht und das lief. Sie hat nach und nach Mitarbeiter eingestellt, hat die trainieren lassen, hat die zu Education geschickt. Dass sie besser wurden, das ist ja auch in Deutschland kein Fall mehr. Die Leute gehen zur Education, weil ihr Lieferant ihnen das für anbietet umsonst oder für kleines Geld. Aber die Leute sind, wie viele Friseure kennst du, außer jetzt wirklich große, erfolgreich, die sagen, oh, ich gebe jetzt mal 10.000 dieses Jahr für mich für Education aus. Also ich kenne da wenige. Es gibt wenige, ja. Also vor allem für sich selber auch mal, als Unternehmer. Ja, also wir als Crew wollten eigentlich dieses Jahr, also die Crew fährt auch, ich kann leider nicht, weil ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Handgelenk, habe da vielleicht einen kleinen Eingriff, die fahren nach Antwerpen, ne, zum Farbseminar, obwohl teilweise aus der Crew alle sehr erfolgreich in Farbe sind, aber die sagen, hey, ich fahre dahin. Mhm. Und die geben dafür ihr Geld aus. Aber das sind einfach ganz kleine Prozentzahlen, die das noch machen. Aber weißt du, was ist ein ganz interessanter Punkt? Ich habe heute Morgen ein Zitat gehört über große Lehrmeister sozusagen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Da ging es immer darum, Buddha zum Beispiel, also vielleicht der größte Lehrer, ja, hat dann mal gesagt, ich bin lehrender Schüler. Ja? Also ich höre niemals auf, ich höre nie auf, Education zu geben, aber das mache ich so lange, wie ich selber Schüler bin und lerne. Ich gehe immer noch zu anderen Leuten. Das passt jetzt richtig gut dazu mit dem Antwerpen-Seminar, weil ich glaube, das ist auch eine spannende Geschichte. Ich muss halt, wenn ich auf der Bühne bin, dann muss ich halt auch bereit sein, selber als Schüler permanent mich weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Sonst muss ich sofort aufhören damit, ne? Ja. Weil dann ist einfach nur noch Status quo. Und du hast vollkommen recht. Also ich glaube, dass die Bereitschaft und dieses Verständnis, dass ich in mich selber und in mein Team investieren muss, sehr, sehr wichtig ist. Denn um dein Geschäft nach vorne zu bringen, musst du die Talentdichte erhöhen. Ja, und das geht halt nicht wie bei Netflix, wo ich halt einfach 50% rausschmeiße und 50% bessere einstelle, egal was es kostet, sondern ich habe in der Friseurbranche nur diese eine Möglichkeit und da ist Education wieder der Schlüssel.
Und das Spannende ist, wenn ich das mal gezielt einsetze und vielleicht auch mal einen Plan mache und mich mal mit jemandem unterhalte, wie dir oder mir oder den anderen Kollegen, die das seriös machen, da kann man ja wirklich auch mit seinen Mitarbeitern richtig tolle Zielpläne vereinbaren. Und dann wird das auch was mit der Loyalität und der Zugehörigkeit, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Chef wirklich interessiert ist und bereit ist zu investieren in Entwicklung meiner Stärken. Ne? Ja. Das ist geil. Und nicht nur in seine. Und ich stell dir mal vor, nicht nur in seine eigene, ne? Sondern ich stell dir mal vor, das machst du mal auf deine Social Media Anzeige. Hey, wir suchen Mitarbeiter. Ja? Nee, wir bieten Mitarbeitern was. Ja. So, bewirb dich doch, mach ein Angebot und erzähl doch einfach, was du Gutes tust. Und das wäre zum Beispiel eine Geschichte. Und ich finde Education absolut, bin ich 100% bei dir. Das ist der Schlüssel, der Game Changer, wenn du es schaffst, das wirklich strategisch richtig für dein Unternehmen zu aktivieren und zu nutzen und mit egal welchem Lieferanten da irgendwie auch vielleicht mal aktiv reinzugehen und sagen, was kannst du denn für mich machen dieses Jahr, dann wird das halt was Gutes, ne? Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Wo ich noch kurz darauf zukommen wollte, auch mit dem Stuhlmietkonzept, ne? Warum gibt es zum Beispiel in Deutschland nicht wie in anderen Ländern Unternehmer, die sich spezialisiert darauf konzentrieren, zu sagen, hey, ich mache in Deutschland 4-5 Standorte auf in Regionen, wo ich denke, wo ich mir auch Auswertungen mache, dass das funktionieren wird und eröffne coole Locations für dieses Konzept. Dann bist du ja trotzdem ein toller Unternehmer und hast zig Leute bei dir, weil du brauchst ja auch Angestellte, die dieses ganze Konstrukt am Laufen halten. Ne? Zum Beispiel die eine Location, in der ich auch bin, die macht das seit 17 Jahren. Ne? Die waren Vorreiter und da hast du Leute von Sassoon, Leute von da, Leute aus dem Land, was du auch dafür eine hohe Qualität bündeln kannst in solchen Konzepten. Und du arbeitest ja trotzdem wie ein Team im Prinzip zusammen. Also es heißt ja immer so, diese Stuhlmieter machen dieses Unternehmertum kaputt. Überhaupt nicht. Dann sei du doch der erste Unternehmer, der diesen Leuten eine Plattform bietet. Ja, also genau. Also ich glaube, niemand macht irgendwas kaputt. Du kannst es aber ganz machen. Und das ist der Fokus. Der muss halt positiv sein. Und, ne? Ja, und. Ja, wir machen die Kommunikation. Wir haben eine Positivspirale. Das schwingt drauf. Ja, da kann man alles Mögliche sagen. Aber das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und das heißt, Stuhlmiete ist eigentlich so, und ich meine, wenn man das jetzt runterbricht auf das, was du halt am Kunden machst, ne, das ist das Stuhlmietkonzept, so in einem geilen Rahmen, in einem geilen Umfeld, ja, mit anderen Gleichgesinnten zusammen, da kann man schon richtig gut arbeiten. Und wie gesagt, der Kunde ist am Ende des Tages ja der wichtige Partner hier, der ist bereit dafür, auch einen guten Preis zu bezahlen und du hast deine Freiheit. Ja? Also kannst dein Geld quasi auch als Werkzeug einsetzen, um mehr Freiheit zu erlangen. Ne? Ja, natürlich. Ich denke mir auch immer, wenn ich solche Aussagen höre, okay, ich nehme 100 Euro für den Haarschnitt, beliebig welches Geschlecht oder welche Ausrichtung das ist. Also irgendwas scheint ich ja richtig zu machen, wenn ich Kunden habe, die das machen, die das ja. so bezahlen. Ne? Und, ja. und ich schaue mir dann die Leute an, die am lautesten schreien und gucke auf die Preislisten, wenn sie eine Homepage haben. Und da steht dann irgendwie 35, 40 Euro. Und dann denke ich, okay, du willst mir erzählen, dass ich was falsch mache mit dem Konzept, das ich mache und du machst es richtig? Nee, sorry, da bin ich echt raus. Ja, das ist na gut, da trennt sich Spreu vom Weizen. Da gibt es auch gerade einen Kollegen hier, der Rafa, der überall durch die Stadt läuft auf seinem TikTok-Kanal und Endverbraucher, die Meinung der Endverbraucher, der Stimmen der Endverbraucher reinholt. Das ist lustig, der steht dann immer da, macht dann eine Website auf von irgendeinem Kollegen, Online-Buchungssystem, ne? Und dann fragt er die Mädels, hey, kannst du mal kurz das buchen, was du sonst immer buchst? Nee, nicht so wirklich. Also keine Ahnung, was steht denn da, ne? Ja. Das heißt, auch da mal ein bisschen an den Kunden denken, den Kunden ins Zentrum stellen von dem, was man tut. Und dann kann man auch so schon einige Sachen verbessern. Ne? Ja, also dein Konzept geht offensichtlich auf, finde ich cool. Und ja, du machst auch einen ganz entspannten Eindruck. Von daher glaube ich auch, dass das für deine Lebenssituation das richtige Modell ist. Und dann ist natürlich spannend zu sehen, okay, der dritte Aspekt ist eigentlich dann, okay, ich gehe wirklich big, ne? Also wie die Iranerin. Ja, ich habe eine Idee, ich weiß, wo ich hin will, ich habe eine starke Vision und ich mache nicht mehr alles selber, sondern ich nutze mein Geld und hole mir die richtigen Leute, entwickle die weiter, baue eine Organisation, baue ein Team, habe eine Unternehmenskultur und dann kann ich mich auch Unternehmer nennen. Ne? Ja, ich denke, so wie viele Friseursalons sich zu Unrecht Unternehmer schimpfen, ja. das hat für mich nichts mit Unternehmertum zu tun. Wenn ich den Spruch höre, ja, kann ich nicht, der Salon ist mein Baby. Kein Unternehmer würde Rücksicht auf irgendwas nehmen, um sich weiterzuentwickeln. Weil der Sinn des Unternehmertums ist es ja, sich weiterentwickeln, am Puls der Zeit zu bleiben. Aber in dem Moment, dass jemand sagt, mein Salon ist mein Baby, ist dieser Zug für mich schon abgefahren. Scheiß auf den Salon. Ja? Entwickel dich weiter. Wenn er gut läuft, läuft er gut. Wenn nicht, mach ihn zu oder versuch, dass er gut läuft. Entwickel dich einfach weiter. Also ich glaube, du hast viele, die sind gar keine Unternehmer in unserer Branche.
Ja, selbstständig halt, ne? Also du hast halt deine Kunden, du bedienst sie, du arbeitest 40 Stunden, 50 Stunden, vergisst dann, dass du noch zu Hause 10 Stunden deinen Social-Media-Account pflegst. Ja. Aber du bist selbstständig, ne? Und hast ein paar Leute, die mit dir arbeiten. Unternehmer ist ja per Definition eigentlich was anderes. Du unternimmst was, das heißt, du nimmst dein Geld und deine kreative Intelligenz und deine Empathie und baust dir ein Team, ne, die die Arbeit für dich machen und kümmerst dich darum, dass die ausgelastet sind, ne? Das heißt, solange du 60%, 70%, 80% deiner Hände am Kunden hast, kannst du nicht von Unternehmertum sprechen. Du triffst auch keine unternehmerischen Entscheidungen, sondern du arbeitest ab. Ja, du hast doch gar keine Zeit dafür. So wie du früher auch. Ne? Also ja, wie wir alle, die im Salon gestanden haben mit dem Studio. Ich habe es auch so gemacht. Ne? Aber du musst bezahlen für die Kompetenzen, die du nicht liefern kannst, oder die die Zeit fressen. Du, ich habe mit einem sehr guten Bekannten, ich weiß nicht wie viele Monate, dass er mir sagt, ich kann meine Preisliste, die PDF, nicht ändern. Hä? Dann haben wir über Monate drüber gesprochen, ich krieg das nicht hin, die PDF zu ändern. Liebe Grüße an dich, ich hab dich trotzdem lieb, mein Lieber. und dann denke ich mir, Alter, bist du geisteskrank, mach einfach eine neue. Oder bezahl jemanden dafür, der es dir macht. Und das Gespräch. Preiserhöhung, weil ich die Preisliste nicht ändern konnte. Und das Gespräch habe ich wochenlang geführt, dass er seine Preisliste nicht ändern kann, auch für den Druck oder die. Aber ich sage, wie kann das sein, dass wir wochenlang über dieses Thema sprechen? Also, wenn ich so ein Problem hätte, wäre es morgen gelöst. Wenn nicht sofort. Ja, sollen wir Canva aufmachen? Canva aufmachen. Also das ist. Ja, aber das ist so. Ja, ist interessant. Also das fängt ja bei solchen Kleinigkeiten schon an. Ja, ist ein bisschen symptomatisch, ne? Ja. Ist so, vielleicht auch die Priorisierung zwischen was ist dringend und was ist wichtig. Ja, das ist dringend und wichtig. Ja, also machen. Ja. Ich finde, ja, das ist ein interessanter Punkt. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es tatsächlich sowas gibt, aber. Genau, sowas muss halt dann erledigt werden und die Zeit, die man sonst aufbringt, und das, da bin ich bei dir, kein erfolgreicher Unternehmer wird das machen. Also darum würde er sich sowieso nicht kümmern, ja. Und wenn er sich dann um Dinge kümmert oder Probleme sieht, dann werden die sofort erledigt. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Aber das ist ja, wenn ich wirklich wirtschaften möchte, wenn ich wirklich Mehrwert schaffen, Wert schöpfen möchte, dann brauche ich halt einen anderen Ansatz. Dann muss ich mich auch selber anders aufstellen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Weiterbildung. Ja. Ich habe das ja nicht gelernt. Ich lerne das nicht. Ich lerne das nicht in der Berufsausbildung. Ich lerne das davor in der Schule schon mal gar nicht in Deutschland, was Unternehmer sein bedeutet, ja, und etwas machen, Selbstständigkeit und so. Ich meine, nur 1% der Deutschen gründen. Also das ist der Wahnsinn. Und die Statistik ist immer noch so. Ich habe letztens noch nachgeguckt, ne? Was denkst du, wie viele Unternehmen, also wie viele Salons, die gegründet werden, werden 5 Jahre alt? Von 10 gegründeten. Also von 10 gegründeten. Ich würde sagen 2. Richtig, genau richtig, es sind 2. Und ich höre dir gut zu. Ja, okay, alles klar, das war der Beweis, dass es funktioniert. Und nur einer 10. Ja. So, das ist 90% Ausfallquote innerhalb der ersten 10 Jahre. Überleg mal, wie viele Existenzen da dran glauben müssen, weil die meisten Leute ja, oder viele wahrscheinlich zur Bank gehen und sagen, hey, ich hätte jetzt gerne mal eine tolle Einrichtung. Ne? Ich habe hier eine Location, anstatt zu sagen, hey, weißt du was, das ist mein Businessmodell, dafür brauche ich diese Einrichtung in dieser Location, in dieser Lage. Was ein Unternehmer machen würde. Ja, ja? Natürlich. Ich finde nicht in ein Ladenlokal und sage, hier könnte ich ein Restaurant reinmachen. Nein, ich weiß, was ich für ein Restaurant machen will, für welche Leute, die welchen Preis bezahlen sollen. Und dann gehe ich auf die Suche nach der richtigen Location. Meistens nicht selber, ich hole mir einen Makler. Genau, du suchst nicht weil selbst. Weil der ist besser als ich da drin. Und suchst nicht ewig und reibst dich allein da schon dran auf. Bist total aufgebrannt, wenn du aufmachst. Und, genau, du machst in der Zeit was anderes. Du kochst zum Beispiel auf irgendwelchen Luxusjachten für irgendwelche Milliardäre 4 Wochen lang und hast danach die Kohle zusammen. Na, das sind so die Dinge. Das macht ein Unternehmer. Genau, sehe ich auch so. Spannend, ich hätte schon wieder Bock zu gründen heute. Ja, warum nicht? Ich hab so irgendwie so ein Gefühl, wir müssen mal wieder was Neues machen. Ja, aber das macht ja auch Spaß. Also ich finde, sowas zu erschaffen und dann zu sehen, dass man Menschen dabei helfen kann, mit dir gemeinsam an einem Traum zu arbeiten und den zu erfüllen, das ist richtig, richtig cool. Und da gibt es ja zum Glück in unserer Branche auch das ein oder andere gute Beispiel, wo es halt voll abgeht und wo man auch sich so von dem Dogma so nicht runterziehen lässt, ja, sondern sagt, okay, wir machen einfach Attacke. Ich glaube, die Leute müssen auch mutiger werden, mit ihrer Art, diesen Beruf anzugehen. Ne? Ich glaube, man sollte diesen jungen Leuten auch nicht nur so kommunizieren, du musst nicht diesen klassischen Weg gehen, okay, ich suche mir jetzt einen Ausbildungsplatz, gehe in die Berufsschule, musst du nicht. Ich kenne genug Beispiele, die nicht mal eine Friseurausbildung haben und unheimlich erfolgreich in der Branche sind. Ja. Also ich weiß nicht genau, wie es bei Kevin ist, aber der hat ja auch einen sehr speziellen Kevin Boone. So. Kann sich jeder mal angucken bei Instagram. Einen sehr spannenden Weg hinter sich. Oder es gibt hier Koloristen in Berlin, die zu den besten Koloristen gehören. Global
Head of Global für große Firmen sind und die keine Friseurausbildung gemacht haben. Die besten Koloristen bei uns bei Tony Guy früher international waren keine Friseure. Ja, also ja. Seid doch mutig. Es gibt genug Wege. Ich war auch nicht in der Berufsschule. Aha. Ich habe mich befreien lassen einfach. Natürlich geht das. Geschwänzt. Nee, wir haben mich befreien lassen. Also ich war gerne in der Berufsschule, weil nach meinem Elektrotechnikstudium war das halt richtig schön entspannt. So für den Denkmuskel da oben. Also ich wollte noch mal ein Zeugnis haben mit einer Note drauf. Also wenn ich jemanden hätte, der zu mir käme, ein junger Mensch, der sagt, ich möchte gerne in der Branche erfolgreich sein, würde ich ihm raten, weißt du was? Klar, such dir vielleicht einen coolen Betrieb und arbeite mit dem ein eigenes, auf dich zugestimmtes Konzept aus, wo ihr beide davon was habt. Und man sagt, okay, dann dein zukünftiger Arbeitgeber oder der deinen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellt, muss bereit sein, Geld zu investieren. Du musst auch bereit sein, Geld zu investieren. Jeder Mensch, der studiert, gibt einen Haufen Geld für sein Studium aus, geht zur Bank, nimmt den Kredit und investiert 20.000, 30.000 in deine Zukunft, plant es mit demjenigen zusammen. Dann hat er was davon, weil er relativ schnell eine Arbeitskraft hat, die funktionieren wird, die Geld einbringt. Travel ein bisschen um die Welt, mach Austauschprogramme, es gibt genug Salons. Wenn zu mir jemand kommen würde und würde sagen, ey, kann ich mal 4 Wochen in dein Leben reinschnuppern? Ey, klar. Na klar. Aha. Mentorship ist Ehrensache. Ja. Ja, du beschreibst gerade ein bisschen meine Ausbildung. Da habe ich gerade gesagt, hä, woher weißt du das? Ne? Genau so muss man es machen. Ja. Also wenn du, das ist der Schlüssel zu vielen Dingen. Wenn du weißt, was du willst, dann wirst du auch die richtigen Leute finden, die dir helfen, diesen Weg zu gehen. Und die den schon gegangen sind, die Bock drauf haben, ihr Wissen mit dir zu teilen, die Lust daran haben zu sehen, wie du dich weiterentwickelst. Das ist ja völlig faszinierend. Also wenn ich mit Leuten spreche, denken die auch mal, Dennis, warum macht dir das so viel Spaß? Hey, ich habe wirklich persönlichen Lustgewinn. Ich habe wirkliche Befriedigung, ja. Wenn ich sehe, dass Leute, die bei mir im Coaching sind oder so, Dinge, die ich mir ausgearbeitet habe, für die umsetzen und damit erfolgreich werden. Ich finde das sensationell. Es gibt nichts Besseres. Ja, und das ist so ein richtig interessanter Ansatz, den du hast. Und jetzt nochmal darauf zurückzukommen, Kevin Boone, also demnächst erscheint wieder ein großes Interview im Barber Society Magazin. Keine Ahnung, wie viele Seiten. Ich habe das irgendwie gestern gelesen und freigegeben. Das ist halt ewig lang. Aber das ist richtig schön. Und du siehst halt nochmal den Lebensweg von Kevin. Klar, der war Profifußballer vorher. Der war gar kein Friseur. Der hat eine Friseurin geheiratet und hat sich gedacht, ey, was ihr da im Salon macht, das geht viel besser. Und ja. Sie hat ihm dann glücklicherweise gesagt, ja, dann mach mal. Ja, und dann hat er dann gemacht, ja. Und jetzt schaut ihr an, ne? Turnen auf allen großen Bühnen rum, international, Fotoshootings, Fashion Week, was weiß ich was. Das sind die Menschen, die Branche verändern genau. können. Genau, die wissen nichts von dem anderen Kram und machen einfach. Ne? Also alles ist unmöglich, bis jemand kommt und das einfach probiert. Ja. Ja, und auf einmal, zack, ist die Lösung da. Ja, absolut. Finde ich super spannend. Und da finde ich auch diese Podcasts immer so wichtig, weil du kannst schon, es gibt ja eine gewisse Gruppe von Menschen, die vielleicht gar keinen Podcast erstmal oder die gar keine Ahnung von unserer Bubble hat, von der wir reden. Die kennen sie einfach nicht. Ja. Die da so ein bisschen in Kontakt kommen damit und vielleicht in Zukunft ein bisschen was aus sich raus, für sich rausziehen können. Ich kriege zum Beispiel auch ganz oft Nachrichten, die Leute sagen, hey, ich würde auch gerne sowas machen wie du und krass, erzähl mal von deinem Job und du müsstest auch gerade mega happy sein, dass du das alles dieses Jahr bekommen hast. Und ich denke mir so, naja, so war es ja auch nicht. Ne? Also ich habe mir das genommen. Ich habe überhaupt nichts bekommen. Ich habe mir das wirklich genommen. Und so einfach, wie sich das anhört, oh, ich bin jetzt irgendwie hier Creative Director oder so, ist es ja auch nicht. Nee, es ist harte Arbeit, oder? Es ist super harte Arbeit. Lass uns das Thema nochmal annehmen. Ich finde das eine ganz spannende Geschichte, was du da sagst, weil du bist ja jemand, der hat über seine Ambassador- und Tätigkeit und auch Creative Director-Tätigkeit und so natürlich jetzt immer mal wieder einen Einblick in die Industrie. Wenn ich jetzt so ein kreativer Friseur bin und ich bin halt richtig hungrig und ich bin motiviert und fühle mich jetzt auch inspiriert, hey, da mal was zu machen und mein Lieferant kommt mit einem tollen Angebot um die Ecke. Worauf sollten die Leute sich vorbereiten, wenn die tatsächlich so eine Markenbotschafterrolle oder irgendwie im Education-Bereich irgendwas machen wollen? Naja, du kriegst natürlich nichts geschenkt. Ne? Die Leute, die Firmen, also ich glaube, es gibt viele Firmen, die machen das im kleinen Bereich, so fachtrainermäßig, so um die Top-Kunden so ein bisschen zu pampern. Mhm. Da sollten die Leute aufpassen, dass sie sich da nicht einfach verbrennen lassen. Aber so als Ambassador-Tätigkeit ist es halt nicht nur einfach mal schön in die Kamera Hallo sagen. Die Unternehmen erwarten natürlich auch eine gewisse Präsenz von dir, ein gewisses Engagement und Identifikation von dir. Und du solltest auch natürlich den Vertrag gut anschauen, was du da bekommst, was du machst. Ich meine, viele lassen sich da durch Deutschland schicken für Gagen, die geringer sind als das, was sie im Laden verdienen würden, wenn sie da stehen. Da fängt es ja auch schon mal an.
Und ich glaube, viele stellen sich auch zu einfach vor. Also unternehmerisches Denken wieder gefragt vorher, ne? Ist unternehmerisches Denken gefragt. Ich glaube, bei Ambassador-Positionen geht es noch, ne? Aber wenn du dir das Ziel setzt, höher hinauszukommen, ne, dann gehört deutlich mehr dazu. Also ich sehe das gerade in meinen letzten, seit wann bin ich jetzt Kreativdirektor bei Zico? Sind ja auch hier gerade in der Akademie. Ich war, glaube ich, die letzten 5 Wochen unendlich viele Tage hier. Ja, ist schön hier. Ist schön hier. Das muss man auch mal sagen an dieser Stelle, ne? Vielen Dank dafür. Das, wie viel Zeit ich damit verbringe und wie viel Kraft mich das auch körperlich natürlich kostet, das ist nicht damit getan, dass ich mal einen schönen Instagram-Post mache oder so. Du musst natürlich auch dir bewusst sein, was du liefern musst, ob du es liefern kannst. Ne? Wenn du es nicht liefern kannst, wirst du auch ganz schnell weg sein. Mhm. Und ich glaube, viele Leute haben so diese Wunschvorstellung, ich möchte in der Branche als auf Seminare geben, auf den Bühnen rumtanzen. Also einfach ist es nicht. Ich sehe es gerade, ich habe ein ganz tolles Beispiel. Buchungsanfrage für das große Hair-Event im Baltikum. Mhm. Lettland, Estland, also ein ganz großes Event. Haben wir eine Anfrage dafür bekommen mit 3 Stunden Stage-Time, was natürlich gigantisch ist. Ne? Also was für eine Bühne, die du geboten bekommst. Und ich habe zum Beispiel gerade 2 Jungs, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite, die ich für sehr kreativ halte. Da trennt sich aber wieder die Spreu vom Weizen. Ne? Dann sagst du, hey Jungs, hier, und dann so, ja, meine Freundin hat an dem Tag Geburtstag, an dem einen Tag. Ich denke so, was hast du mir gerade gesagt? Ja, du bist neu hier in Deutschland. Und ich habe versucht, dich so ein bisschen unter meine Fittiche zu nehmen und dir zu zeigen, hey, ich helfe dir, deinen Weg zu finden. Ich will, dass andere dein unglaubliches Talent sehen. Und dann sage ich, hey, wir fliegen 4 oder 5 Tage nach Riga, Heimspiel für mich, und haben 3 Stunden Stage-Time zu dritt auf dieser scheiß Bühne. Und dann kommt, ja, meine Freundin hat an dem Tag Geburtstag. Ne, das, ja, nimm sie mit. Also habe ich auch gesagt, nimm sie mit. Das spiegelt für mich aber auch so die Situation der Branche. Ja, okay, du willst Fachtrainer werden oder du willst Ambassador sein, dann musst du das machen. Oh nee, da habe ich Urlaub. Ja, oder die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Ja, ist interessant. Ist das ein Thema, wo sich die Arbeitsmentalität so ein bisschen verändert hat? Oder ist es einfach nur jetzt auch individuell einfach so das Thema, dass die Leute nicht wissen, was es eigentlich braucht? Die sehen halt fancy, wow, ich möchte auch auf der Bühne stehen, aber ich bin nicht bereit, dafür den Weg zu gehen. Also ich bin allgemein zum Beispiel schon ein Freund, es wird ja viel über Life-Work-Balance gesprochen. Ich glaube auch, du musst klar in diese Richtung tendieren, den Leuten mehr diese Möglichkeit zu bieten. Ja. Vielleicht Absprache über Arbeitszeiten, Arbeitstage. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, die Leute wollen 1/4 arbeiten und 3/4 diese ja, Balance haben. Ich fange erstmal mit Sabbatical an. Das funktioniert nicht. Ja, also ich arbeite gerade 24/7. Einfach wirklich jeden Tag zu jeder Uhrzeit. Ich telefoniere mit meiner Chefin, habe ich schon um 5 Uhr morgens geschrieben. Ich habe hier die letzten 5 Wochenenden nicht zu Hause verbracht, war entweder hier in der Akademie, war unterwegs, habe meine Jungs getroffen, habe vielleicht auch Verabredungen wahrgenommen, auf die ich keinen Bock hatte. Aber ich dachte, okay, diese Verabredung öffnet dir eine neue Tür vielleicht wieder. Und dann hast du so Jungs vor dir, die sagen, ey, ich fühle mich am Wochenende nicht in der mentalen Verfassung, das zu machen. Und du stehst da und denkst so, was hast du mir gerade gesagt? Ja. Ja. Also Riga ist jetzt mit dir alleine. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch kommt. Ich habe gerade gestern nochmal gesagt, ey Junge, hör mal zu, denk mal drüber nach. Ja, und aber ich bin dann auch so, ich wollte diesen Menschen wirklich helfen. Und ich habe gesagt, hey, ich versuche euch zu pushen, wo ich nur kann. Und ich nehme euch mit auf die Reise. War auch mein Ziel, einen Vertrag bei Zico zu generieren. Aber ich bin dann auch so, okay, wenn der mir jetzt wirklich sagen würde, du, nee, mein Freund hat Geburtstag, wir wollen da in die Berge fahren. Dann sage ich, okay, weißt du was, bei mir bist du aber auch raus. Ja, ich glaube, das ist, ja, also ich meine, du kommst da ja damit nicht weiter. Ne? Also ich habe ja auch einen Artist im Management bei mir. Und das Wichtige ist, glaube ich, und das ist auch das Spannende, genauso wie jetzt im Business mit Mitarbeitern oder so, du musst die Rollen klar verteilen und du musst auch dieses Regelwerk von Anfang an klar besprechen. Nicht erst, wenn die Chance kommt, sondern du musst von vornherein sagen, schau mal, da wollen wir beide gemeinsam hin. Okay, das ist deine Rolle, das ist meine Rolle und so arbeiten wir zusammen. Weil am Ende, gerade jetzt in der kreativen Branche, kommt halt vieles, was persönliche Befindlichkeiten sind und so dazu. Und deswegen, das muss man halt rechtzeitig halt besprechen. Was sind die Werte, die wir haben? Ne? Was ist so unser moralischer Kompass? Was ist die Vision? Was ist die Mission? Das gilt für jedes Business auch. Und ich finde es spannend. Ich finde es aber auch spannend, wenn du dann erkennst, natürlich im Umkehrschluss, der ist in seinem Feld,
in seinem Kosmos macht der einen richtig geilen Job, der dich inspiriert, ne? Also zu sagen, komm, wir müssen das mit der Welt teilen. Aber vielleicht ist das auch genau seine Rolle, ja? Also in der er bleibt. Und vielleicht ist er wirklich nicht für die große Bühne gemacht. Das kann natürlich auch sein. Das sind auch Fragen, die ich mir gerade selbst stelle. Und ich habe gerade festgestellt, ich hatte heute das Gespräch, bevor wir uns getroffen haben, ich habe gerade unheimlich viele Möglichkeiten, Sachen zu machen. Und habe auch gerade einen ganz guten kreativen Lauf. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe zum Beispiel letztes Wochenende habe ich in 2 Tagen über 30 Stunden hier in der Akademie gestanden. Habe Videocontent produziert, versucht ein bisschen was Cooles zu machen und habe dafür Leute generiert und habe gesagt, hey, ich habe kein großes Budget jetzt für dieses Ding, ich mache das erstmal um zu... Der mach euch doch weiter. Wir haben gerade hier so eine, die Speicherkarte ist voll. Und habe halt gesagt, hey, ich habe dafür kein großes Budget, aber mach das mal, es kann dich echt weiterbringen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt zu meiner Chefin gehe und sage, guck mal, was ich da Cooles produziert habe, wollen wir das vielleicht 6-mal im Jahr machen und ich habe da das und das Budget. Und ich habe einfach gemerkt, hey, ich habe mich um alles gekümmert, um alles, Equipment, alles, Verpflegung, Uber, überall. Ich habe die Leute hin und her fahren lassen, was auch nicht Standard ist, glaube ich, überall. Ich glaube nicht, dass vom Uber abgeholt wird, das wird bei einem der anderen 3 Großen da irgendwie ein Event hast. Und dann habe ich gemerkt, okay, da hat keiner wirklich mit vollem Blut dann oder im Nachhinein so, ja, es ist doch so viel Arbeit, das noch zu bearbeiten oder es ist doch noch dies oder das. Und ich denke, ey Junge, dann lass es halt. Ja, aber also, du hast die anderen Sachen schon mal kennengelernt vorher, die vielleicht noch nicht, ne? Doch, auch teilweise, aber ich denke mir so, hey, bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der es noch schafft, sich irgendwie über 30 Stunden in 2 Tagen irgendwo hinzustellen, weil er eine Vision hat und das umsetzen will und nicht nach 2 Stunden sagt, mir tun die Füße weh. Ja, also ich habe gerade zum Beispiel das Problem, dass ich unheimlich schwierige Leute finde, mit denen ich meine Vision umsetzen kann. Ich meine, wir reden sehr, sehr viel miteinander oder haben die letzten Monate echt viel Zeit auch miteinander verbracht. Aber du hast ja auch einen ähnlichen Workflow, ne, und ähnliche Vision oder auch Energie. Ich finde gerade gar keine Leute, die mir das bieten, was ich gerade brauche. Ja, das ist auch die Branche natürlich wieder gefragt und die Leute sagen immer nur, es läuft so schlecht und ich will so gerne, aber sie können es nicht. Also ich glaube, die Fertigkeit, das Wichtigste, die Fertigkeit und das Durchhalten ist nicht da. Und ich hoffe immer, dass ich doch mal die Stecknadel im Heuhaufen jetzt finde die nächste Zeit und nicht weiter auf mich allein gestellt bin, auch im Root-Dasein. Ich freue mich gerne über Partner. Okay, hey Marcel, das war ja richtig cooler Input. Also das heißt, du bist auf der Suche nach einem Root-Praktikanten, Root-Assistant sozusagen. Sozusagen, ja. Okay, also liebe Leute, wenn ihr euch berufen fühlt, hier mal in die Welt von Root reinzuschnuppern, dann meldet euch einfach bei uns oder beim Root. Wir leiten das auch gerne weiter. Und ganz wichtig an dieser Stelle noch einmal der Appell, wenn euch dieser Podcast gefällt, kommentiert mal ein bisschen was, lasst mal ein bisschen Liebe da, liked das Ding, teilt das Ding mit Freunden, die es gerne gebrauchen können. Und ansonsten hier macht die Glocke weg oder wie heißt es so schön, egal auf welcher Plattform ihr seid, lasst einfach ein bisschen Liebe da. Vielen Dank an dieser Stelle, Marcel, für den tollen Podcast. Du wolltest noch was sagen? Ich wollte das Gleiche sagen. Ich danke dir vielmals für die Zeit, wie immer. Ja, es ist ein großes Vergnügen. Also, man merkt richtig so, okay, alles klar, was man aufstrahlt, zieht man auch an. Deswegen, das macht so viel Spaß mit dir, die Zusammenarbeit. Und freue mich jetzt, dass du der ungekrönte König des Podcasts in Deutschland bist. Mit 5 Auftritten. Eigentlich müsstest du jetzt wirklich eine tolle Musik ja, wir müssen auf jeden einspielen. Fall, ich habe hier irgendwo... Warte, ich habe doch hier irgendwo, habe ich dir doch so, habe ich irgendwo, habe ich doch hier, auf den Pads, habe ich doch irgendwie so ein... Yay! Komm, noch einmal für Marcel. Danke, danke, danke. Ich fühle mich sehr geehrt, ich danke euch. Fast wie auf dem Festival. Also mein Lieber, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Und ihr liebe Leute, wie bei Peter Lustig, ne, früher, einfach abschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald. Hier liebe Grüße aus Berlin vom Abgeschnitten, dem Unternehmer-Podcast. Ich bin raus. Euer Dennis van Dierop. Ciao.